er eine Gewichtsklasse hoch. Im Leichtgewicht dieses Mal. Ahmed Sayoun aus dem Iron Bull Team in Zürich gegen Salif Diallo, blaue Ecke, aus dem Fight District Team in Lausanne. Das heißt, dieses Mal haben wir ein Schweizer Duell. 2x5 Minuten wird gekämpft. Und die erste Runde startet. Oh, harte Kicks von Diallo. Inside Low Kick. Kick zum Körper. Schön explosiv die Dinger. Schnelle Kicks, schnelle Hände von Diallo. High Kick. Oh, wieder ein harter Inside Kick, die tun weh. Oh. Dadurch, dass beide mit der gleichen Hand vorne stehen, also Diallo in der Rechtsauslage, Sayoun in der Linksauslage, bieten sich die Kicks mit dem hinteren Bein an, sind extrem hart, sowohl zum Körper als auch innen. Und jetzt fängt Sayoun auch an zurückzuschlagen, kommt mit harten Händen, aber guter Pushkick von Diallo zum Körper. High Kick. Und wieder der Inside Low Kick. Oh, schönes Knie von Diallo, aber Sayoun läuft durch, hebt Diallo aus und slammt ihn auf die Matte. Full Guard Position. Diallo versucht, den Gegner unten zu halten. Sayoun richtet sich auf, ground and pounded. Und hier steigt Sayoun über das Bein von Diallo drüber, passiert die Guard, wird aber wieder eingefangen. Wieder zurück in der Ausgangssituation. Diallo versucht hier Sayoun zu binden, ihn unten zu halten. Sayoun nutzt seinen Handschuh, um Diallo Mund und Nase zuzuhalten. Ist vollkommen erlaubt im MMA, um eben das Atmen schwieriger zu machen. Und trifft zwischendurch immer wieder mit gutem Ground and Pound. Armbar-Attempt von Diallo. Aber Sayoun bewegt sich da raus und ist jetzt in der Halfguard gelandet. Diallo müsste jetzt versuchen, seinen Hintern weiter zur Seite rauszuschieben, sich den Underhook zu holen und dann zum Rücken des Gegners zu klettern, so wie er es jetzt macht. Sayoun versucht hier mit einer Guillotine zu bedrohen, aber Diallo kommt raus, ist im Stand und macht direkt Druck. Inside Low Kick, Kick zum Körper, Jab.
Schöner Jab von Diallo. Und schöne Level Changes dabei, Kopf, Körper. Aber auch Sayoun bleibt immer wieder gefährlich, kommt immer wieder mit Konterschlägen zurück. Wilder Schwinger von Sayoun, der ins Leere geht. Droppt runter, um sich den Takedown zu holen, aber Diallo verteidigt es gut. Und die erste Runde ist vorbei. Schöne erste Runde, viel Action. Vorteile im Stand für Salif Diallo. Gute Inside-Kicks, gute Kicks zum Körper. Aber Ahmed Sayoun hat es geschafft, zwischendurch den Gegner auf den Boden zu bringen und einen Großteil der Runde aus der Oberlage durch Ground and Pound Punkte sammeln können. Hier legt der Referee kurz Hand an, dass den Kämpfern der Boden nicht so rutschig ist. Wichtig, um Verletzungen vorzubeugen und eben auch einen fairen Kampf zu gewährleisten. Und zweite Runde. Diallo wieder direkt in der Mitte. Attackiert wieder mit seinen schnellen Kicks. Schöner Inside-Kick wieder von Diallo. Schöne Haken zum Körper. Aber bisher steckt Sayoun die weg, ohne mit der Wimper zu zucken. Beide Kämpfer tauschen Kicks zu den Oberschenkeln aus. Diallo schön beweglich, schön schnell, explosiv. Eingesprungenes Knie, aber wie beim ersten Mal. Sayoun läuft durch, ist am Gegner dran. Hat jetzt hier ein Bein eng geklammert. High Crouch, sagen die Amerikaner dazu. Und könnte jetzt versuchen, hier eben entweder beide Beine zu fangen, so wie er es jetzt versucht, und die Hände zusammenzubekommen, um den Gegner auszuheben und die Beine zur Seite zu drehen. Oder jetzt mit einem Fußfeger mal versuchen, die Base, also die Basis des Gegners zu fegen. Jetzt hebt er ihn hier kurz aus, aber es reicht nicht, um ihn zu werfen. Diallo macht es gut. Arbeitet von oben mit kurzen Ellbogen. Hat eine schön breite Basis gerade, die Beine weit auseinander. Somit wird ein Zusammengreifen der Hände extrem schwierig. Aber Sayoun schafft es, hebt ihn in einem Kraftakt hoch und dreht ihn irgendwie, dass er in der Oberlage auf ihm zu liegen kommt.
Sind wieder in der Guard-Position. Und Ahmed Sayoun denkt sich erstmal ein bisschen Luft holen, hier die Situation kontrollieren, nicht zu viel Risiko eingehen, kurz erholen. Schöne Kopfcontrol mit seinem Kopf unter dem Kinn des Gegners. Ähnlich wie im Käfig, auch am Boden eine effektive Position. Ja, jetzt versucht er seine Arme zu lösen, um selbst wieder Ground and Pound anbringen zu können. Bedecktes Gesicht, Nase und Mund des Gegners, richtet sich auf. Gibt dadurch wieder ein bisschen Kontrolle auf natürlich. Das heißt, man muss da als Obermann immer die richtige Mischung finden zwischen kontrollieren auf der einen Seite und Schaden anrichten und effektiv schlagen auf der anderen Seite. Butterfly Guard von Diallo versucht jetzt hier den Gegner zu destabilisieren und aufzuladen, ihn von der Matte wegzuheben. Aus der Position aber extrem schwer, weil es ein langer Hebel ist. Und Sayoun arbeitet. Macht gerade genug, dass der Referee nicht dazwischen geht. Hält die Kontrolle, macht sich schwer. Wieder Butterfly Guard von Diallo. Versucht ihn jetzt hier zu drehen und schafft es und landet direkt in der Mount. Aber Sayoun schafft es, sich aus der Mount rauszubefreien. Die letzten Sekunden laufen. Und ein enger Kampf. Höchstwahrscheinlich nimmt Ahmed Sayoun hier den Sieg mit nach Hause, einfach weil er länger seinen Gegner auf dem Boden hatte und länger kontrolliert hat. Wobei auch Salif Diallo im Stand seine Momente hatte, harte Kicks getroffen hat, harte Kicks zum Bein, zum Körper, gute Hände und jetzt am Schluss auch den Kampf von oben finishen konnte. Also schwierige Entscheidung bei diesem Kampf, wer da wirklich den Sieg verdient hätte. Eventuell gibt es dieses Mal eine dritte Runde. Oh yeah, give him a big hand. We have a split decision winner. Blue corner, Salif Diallo. Sieger nach Punkten. Geteiltes Punkturteil. Merci. Blaue Ecke, Salif Diallo.